Hallöchen und ein schnauziges Willkommen zurück hier bei 7 Days to Die mit mir und Salome. Hi. Die irgendwie gerade nicht mehr hier ist. Doch, ich bin hinten. Hä? Ach da. Ich dachte, du wärst nach oben gegangen. Nee, ich wollte erst hoch zu Dings, aber ist mir eingefallen, ich muss ja gar nicht hoch. Ach doch, ich muss hoch. Nee, bescheuert. Warum? Weil ich zum Auto muss. Ach so. Und übrigens sind alle meine Werte komplett voll. Okay. Gesundheit wie auch Ausdauer. Sehr schön. Oh, mein Wald, der wächst. Klingt lustig. Wieso? Der Wald, mein Wald wächst. Ja, mein Wald wächst. Klingt lustig. So. Den Kochgrill habe ich dir gesagt, hast du gesagt, soll ich dir mitbringen. Ich weiß nicht, wo ich den hin tun soll. Was? Aber wir haben noch welche. Den Kochgrill hier bei. Moment. Den habe ich jetzt da oben rein, wo die anderen Kochgrille auch sind. Ja, okay. Ich muss dauernd meine Schaufel reparieren. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß auch nicht warum. Ach, genau, hier habe ich noch was für dich. Hm? Wo bist denn du? Ah, danke. Bitte. Samen. Kommt da nämlich bald ein zweites Stockwerk. Mit Balkon. Werbemittel. 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 Werkzeug. Werkzeug. Ich konnte gerade nicht so rollen, wie ich wollte. Ich habe auch eine Tür. Wo soll ich die Tür hin tun? Wo hatte ich das hin? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die hin hatte. Ich hatte nämlich auch noch irgendwo eine gesehen. Vorsicht, da kommt die Tür! Vorsicht, die Tür! Warum soll ich jetzt das Rohr reintun, mich doof? So, es ist vollbracht. Die erste Holzschicht steht. Yay! So. Wo kommt ein Bruchsand hin? Rohstoffe, ne? Material. Okay, okay. Steine auch? Nee, ne? Nee, das kommt Rohstoffe. Gut. So, die Frage, mache ich jetzt erst den zweiten Stock oder baue ich jetzt hier unten erst noch? Wo kommen denn Klamotten hin? Bei Rüstung habe ich da schon was gemacht. Ja. Oh, ich habe einen Motor. Ein Motor? Ja, der Stufe 1, nicht so gut. Ach, eine Batterie. Genau. Die Motoren haben nämlich keine Stufe. Ja, Entschuldigung, ich bin... Wie kannst du nur? Ich bin mittlerweile müde. Du hast keine Ahnung. Nein. Ich gucke ja auch in 50.000 Kästen nach, nur um das herauszufinden, wo ich eigentlich längst weg wissen müsste. Soll ich dir vielleicht Plastik? Noch eine detaillierte Liste hinlegen, wo was drin ist? Nee, ich wollte wissen, wo Plastik ist. Bei Rohstoffe. Ach da. Ich hätte gerne noch einen Wegweiser dazu, wenn es geht. Ich sag doch, nee, ich mach dir noch eine Liste, eine detaillierte. Nee, ich bin müde, ich merk's. Ah ja, guck mal, wie lange nehmen wir jetzt auch schon wieder auf hier? Ja. Nägel. Habe ich auch noch einstecken. Da sind wir. Ich glaube, es wird noch eine Weile dauern, bis ich mir das merken kann. Ach, das kommt schon. Irgendwann mal. Zumindest gibt es schon mal Schilder, wo etwa was drin ist. Ja. Und irgendwann gibt es Schilder, wo etwas exakt drin ist. Ja. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Du wirst mich umbringen.
Warum? Ich habe, glaube ich, irgendwas in ein Fach getan, was nicht da reingehört. Ach, wow, und deswegen soll ich dich umbringen? Ja. Aha. Ich schreie dich nur an, aber ich bringe dich nicht um. Nicht. Ich werde dich schwer verletzen. Ja, das würde ich sogar glauben. Ich werde dich doch nicht umbringen. Ich werde dich schwer verwunden. Ich hatte... Hä? Okay, ich habe keine Ahnung. Ja, hell! Ah, genau, ich hatte in Waffen hatte ich Werkzeuge reingeschmissen. Ach so. Ja, ein Schraubenzieher. Und ich wundere mich dann später, warum ich mit einem Schraubenzieher keinen Schaden mache, weißt du? Du machst mit dem Schraubenschlüssel auch Schaden. Ja, du hast gesagt, ein Schraubenzieher. Ja, ein Schraubenschlüssel meinte ich eigentlich. Benzinkanister. Ölschiefer. Yay! Wenn ich jetzt Ölschiefer hätte, könnte ich Benzin herstellen. Dann muss man in die Wüste. Und wenn ich einen Stapel von 10.000 machen wollte, bräuchte ich 800 Ölschiefer. Jupp. Und ansonsten bräuchtest du keine Ahnung wie viel, aber wenn du das dann auf 10.000 hochrechnest, ist das deutlich mehr. Ja. Ich kann das ja auch mal zeigen. Ich habe das ja auch hier irgendwo. Man sieht hier für einen einzelnen Benzinkanister. Ach nee, sehe ich gar nicht. Ach schade. Sag mal an, was brauche ich denn? Ölschiefer. Ja, wie viel? Ach hier, eins. Also ich brauche einen Ölschiefer für, was war das, für 10 oder war das einer? Es werden immer 10 gefertigt, also für 10 Stück. Brauche ich auch einer, ja. Ja, für 10 braucht man einen. Und wenn du dann aber 10.000 hast und brauchst lediglich 800 davon, ist das ein ganz, ganz gewaltiger Unterschied. Dann guck doch mal hier in der Station hier rein, da wird es dir doch angezeigt. In der Dingensbummenskirchenstation. Merkt mal, dass ich müde werde. Ja, allerdings. Oh, ich kriege echt nichts mehr auf die Reihe. Also nicht böse werden, aber... Wenn so ein bisschen verpeilt ist jetzt so. Ja. Boah, und ich glaube, ich muss dringend Essen anbauen. Ja, wir haben Kartoffeln, jetzt 2 Samen. Ja, ich muss dringend anbauen. Aber vorher will ich hier wenigstens den Boden noch einziehen. So eigentlich. Oben, oder? Du könntest eigentlich schon mal diese Pflanzdinger bauen. Material müssten wir eigentlich da haben. Wie heißen die? Pflanzströge, oder? Irgendwas mit Kübeln, glaube ich. Beet und Felder ist es, glaube ich, nicht. Doch, das müsste das sein. Warte. Holz, verrottetes Fleisch. Ja, Beete Nitrat, und Felder, genau. Nitratpulver und Lehmboden. Jupp. Mach so viel, wie die Materialien hergeben am besten. Weil wir sind zu zweit. Ich muss vorher aber noch Holz hacken. Wir sind zu zweit. Wir werden immens viel brauchen. Wo finde ich Nitratpulver? Bei kleinen Teilen? Wenn ich das noch richtig weiß. Ja. Was war es noch? Verrottetes Fleisch. Das war bei Tierdingenskirchen. Ja, bei den Tierzeug wurde es. Ich bin hungrig. Lehmboden. Das ist Rohstoff. Musst du Vokabeln lernen. Und Holz muss ich erst hacken. Jupp. Da haben wir keins mehr. Hier drin ist genug Holz. Das kann ich noch einmal abhacken hier. Oh, nein! Ich habe so viel Arbeit. Nope. Oh, ich muss erst das machen. Yep.
Ich hoffe, du hast gerade nur einen Baum gefällt. Ja. Gut. Ich habe nur einen Baum gefällt. Nur einen Baum. Weil das klang eben so, als hättest du das halbe Haus eingerissen. Nein, war nur ein Baum. Ganz ehrlich? Ja. Du klingst nämlich nicht so. Nee, war wirklich nur ein Baum. Ich will's hoffen. Mach mir nicht so eine Angst hier. Ja, war wieder nur ein Baum. Diese Blaufichten, die sehen richtig geil aus. Ich habe den immer noch gar nicht angeguckt. Warte mal. Ach, das sind die da, ne? Diese bläulichen da, oder? Die hier. Cool. Sehr schick. Sieht richtig cool aus, finde ich. Schade, dass das Holz trotzdem aussieht wie normales Holz. Naja, ist vielleicht auch gut so. Ich hasse das, wenn du irgendwie 5 verschiedene Holzarten hast. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, das Holz dann so komplett marmoriert aussieht, weil alles unterschiedlich ist, so wie es ja bei Minecraft jetzt mittlerweile ist. Ich mag sowas. Unterschiedliche Treppenfarben, unterschiedliche Truhenfarben. Oh, ich finde das so anstrengend. Oh, der ist sogar fertig. Draußen fallen die Bäume oben. Wie die fliegen. Ja, aber hallo. Naja, wie gesagt, ich brauche Holz. Ja, ich auch. Oh, da schleicht was am Fenster vorbei. Nö. Hier ist nichts. Okay, habe ich nicht gesehen gehabt. Ja, bei mir auf der Seite. Auf der ganz anderen Seite. Da ist was so langsam da entlang. Ach, da ist noch was. Da schleicht noch was. So langsam und gemütlich. Du. Huch. Wobei, warte mal. Gott, ich habe hier regelrecht einen Fichtenwald gemacht. Perfekt. 4, 5. Knarz. eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ach, ist wieder eins zu wenig. Egal, machen wir hier. Wah! Da kommt mir der Baum entgegen. Sag mal. Ma. Ja, entschuldige, ich wollte dich mal ein bisschen ärgern. Ich merk's. Was war das eben? Ich bin gegen das Mikrofon gekommen, weil ich mich an der Wange gekratzt habe. Das klang eben so wie ein Bu. So, ich denke mal, ich habe genug. Wie viele Beete und Felder soll ich denn machen? Ja, so viel wie, sag ich mal, das Fleisch oder so hergibt. Ja, das Fleisch oder das Nitrat, je nachdem, was halt zuerst leer ist. 9. Wow. Ich bin begeistert. Aber ich habe ja noch Fleisch unten drin, ich habe nicht alles genommen. Mhm.
Ne? Oh. Das war ein nicht zu viel. So, einen Bogen mache ich noch. Was, ein Bogen? Ein Boom. Ach, ein Boom. Ich brauche auch Schlaf. Huch, dass ich nur aus dem Augenwinkel umfallen. Ich habe 2003 Holz. Wow, geil. Kannst du mir mal die Hälfte abtreten? Nein, ich soll Beete bauen, hast du gesagt. Da wirst du mit Sicherheit keine 2000 Holz brauchen. Ich werde alles verwenden, was ich brauchen kann. Nee! Das ist ja angeschaut, angehört wie so ein Schäfchen. Nee. Weißt du, wie Sean das Schaf? Trotzdem sind es nur 9. Okay. Dann fehlt irgendwas anderes. Nitratpulver, glaube ich. Da kam aber wenig Nitratpulver raus. Nicht nie. Nie. Die Kunst des Bergbaus. 6. Band 5. Okay. Also Nitratpulver so herstellen ist nicht. Schade. Hä? Wieso kann ich nur 9 herstellen? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich kann es dir leider nicht sagen. Weil ich habe trotzdem noch Nitratpulver. Pulver. Ach, ich weiß, woran es liegt. Das Fleisch vielleicht? Nein, am Lehm. Oh, okay. Also davon haben wir ja sowieso genug, ne? Jetzt sollte es stimmen. Braunen, hä? Wie viel Nitratpulver habe ich für den Scheiß gebraucht? Ah, ich brauche 25. Mhm. Ah, okay. Ja, du brauchst relativ viel, leider. Also Gammelfleisch haben wir noch. Jupp. Oh Gott, ich brauche dringend Essen. Essen! Und eine gute Nachricht ist, ich habe noch Holz. Yay! Also wie sich das anhört, als würde sich jemand verprügeln. So Bud Spencer-like. Naja. Badum, 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 badum. Wo eigentlich? Hä? Wo du bist? Ich bin ums Haus herum. Hi. Hi. Soll ich? Was sollst du? Ah, das Holz ausfüllen. Das darfst du gerne tun.
Nehm dir aber am besten auch so einen Clownhammer. Da ist ein schnell. Geier. Hä? Was? Wo? Bei mir aber nicht, oder? Ach, da oben. Ist eine gute Idee, bei der wenigen Muni, Ach, Kackvieh. Oh, da hinten kommt noch einer. Einen habe ich. Gibt Gammelfleisch. Wo ist er? Wo ist er jetzt runtergefallen? Bin ich doof? Ich finde das Kackviech nicht mehr. Nichts anderes abgehauen. Ja, dann lass es. Ah, es sind wir zwei hier. Ey, das sind solche nervigen Scheißbiester, ne? Das jetzt. Ich hab geschlagen. Batsch, 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 batsch. Piss dich, du Scheißvieh. Ich hab leider keine kleine Knarre, sonst hätte ich die auch vom Himmel holen können. So. Jetzt brauche ich aber... Ach, wie hieß denn das? War das das? Nö. Ach, Pfosten waren's. Holzpfosten. Nein, da brauche ich die Kreissäge für. Was? Oh Gott. Mal gucken, ob ich die bauen kann. Kommst du klar mit den Geiern? Oh, ich glaube, da war eine Schreierin. Yep. Einen weiteren Geier habe ich auf jeden Fall schon mal geschafft. Batschbumm. So, 20 elektrisch. 10 elektrisch, 20. Ja. Ey, mein Auto! Ja, haut gegen mein Auto, die dumme Sau. Und springt drauf. Ja, ich sag doch, du musst aufpassen. Glaubst du bis jetzt? So, Geier ist auch weg. Hm, habe nicht viel Schaden gemacht. Ja, aber die knüppeln drauf. Das habe ich dir ja gesagt. Weil die sind nämlich zu faul. Die sind nämlich zu faul, außen rum zu laufen. Und dann schlagen sie lieber 3 Milliarden Stunden drauf rum und gehen dann mitten durch, wenn es kaputt ist, anstatt außen rum zu gehen.
Das ist ungefähr so, wie damals die Simone für ihr Aquarium einen Mini-Hummer haben wollte. Und da hat der vom Fischladen auch gesagt, aber dann dürfte sie keine Pflanzen drin haben. Weil der Mini-Hummer geht nicht um die Pflanzen rum. Nee, der ist zu faul dazu, der schnippelt die ab und läuft drüber. Und so ähnlich ist das hier bei den Zombies halt auch. Das ist mein Eisen, was da rauskommt. Ach, scheiße. Ich brauche noch Stahl immer noch. Ja, ich brauche nur 25. Da, hier. Da ist 25. Ja, super. Danke. Außerdem war noch was im Schrank drin. Oh, echt? Ja. Oh, ja gut. Ist im Grunde eigentlich wurscht. So, die Tischkreissäge kann ich auch bauen. Mal Platz da. Die Tischkreissäge. Oh, ich kann sogar einen Tischtresor machen. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob es jetzt Dings Stahl war oder... Ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung. Stahl. Aber du könntest mir mal die Pflanzdinger geben. Dankeschön. Da hast du auch das Holz noch hier. Juhu. So, 15 waren es, ne? Was haben wir denn da? Jucker, Mais auf jeden Fall. Hier wäre 18 mal geschmiedetes Eisen gewesen. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Baumwolle, Chrysantheme, noch mehr Jucker. Jede Menge Jucker. Juck. Goldrute kann ich eigentlich machen. Heidelbeeren für Kuchen. Kaffee und Co. Wir haben echt kein Eisen mehr, oder? Ich hab alles rein, ja. Ich will nicht nochmal loslaufen wegen Eisen. Außerdem haben wir sowieso schon 27. Das lohnt sich nicht mehr loszulaufen. Ich sehe, wie das Gras runterrieselt gerade. Und so ging es mir mit dem Baum. Nur war der ganze Baum im Keller unten. Ich brauche 125 Stück. Das ist eine Qual. Das glaube ich. Ih, was ist das für ein komisches Geräusch? Also ich würde sagen, ein Flugzeug. Nein, das meine ich nicht. Das hört sich an wie so ein Grillen, wie so ein Zirpen. Keine Ahnung. Ich höre nur das Flugzeug. Jetzt ist weg. Guck mal hier, was die Bäume schon gewachsen sind hier. Oh, ist gar nicht mal so weit weg eigentlich, ne? Hm, was? Der Loot. Ja, da haben wir aber keine Zeit mehr. Nee, ich will auch nicht hin. Vielleicht war auch schon wieder so ein Geier unter hier gewesen. Nee, der Geier zirpt nicht. Das klang wirklich wie so eine Grille. Vielleicht war es auch bei dir draußen. Ich habe überall die Fenster zu, kann nicht sein. Hm. Warum hast du eigentlich hier zwei freigelassen? Hä? Was frei? Achso, damit man an die Viecher schießen kann, die wo an der Tür unten sich zu schaffen machen. So. Oh, Hier hat sich eine von den Kanonen bei mir in den Boden reingebackt. Ja, super. Ganz toll. Jetzt steht's wieder richtig. Und ist doch wieder ein Geier hier. So, Beete sind bepflanzt. Trotzdem ist ein Geier hier. Ich sehe keinen. Ich hab's gerade eben noch gesehen. Doch, da ist er. Batsch.
Ich mach die Tür auf, in dem Moment knallt die, weißt du? Ich denke jetzt hier oben im Dings fest. Guck, da ist er. Ja, hey. Da ist er. Kackvieh. Er hat einen geiler Sturzflug gemacht. Ja, einen tödlichen Sturzflug. Mhm. Boah, diese Kackviecher, ey. Ich hasse diese Geier so sehr. Die sind aber jetzt nervig, ne? Die Geier sind nervig. Die waren schon von Anfang an scheiße nervig. Ja, vor allem, dass sie jetzt vermehrt auftauchen, nerven ziemlich hart. Naja, es ist tatsächlich mal eine Phase, wo die öfter kommen und dann hast du tatsächlich eine ganze Weile gar nichts von denen. Also am häufigsten, glaube ich, sind die in der Wüste. Habe ich die in der Wüste beobachtet. Nur das Problem ist, selbst wenn du irgendwie auf dem Motorrad sitzt oder so, die sind so schnell. Die kommen, fliegen von hinten an, beißen dir in den Arsch, werden dann zurückgedrängt, weil sie ja zugebissen haben. Und dann holen sie dich wieder ein, beißen dir wieder in den Arsch. Das ist so nervig, diese Viecher. Ich merk's. So, jetzt dürfte mein Dingens unten fertig sein. Also der Ofen dürfte nicht fertig sein, weil das hab ich ja reingeschmissen. Nee, meine Kreissäge. Hi. Hi. Ich hätte nämlich gerne diese Holzpfosten. Wir haben 32 Minuten. Komm, hätte ich noch eine Folge machen? Nein. Dann lass mich zumindest noch einmal etwas machen, sonst vergesse ich das nämlich nächste Woche. Oder nächste Woche vor allem, ja. Sonst vergesse ich das beim nächsten Mal wieder. Au! Du stöhnst. Hä? Gar nicht. Doch. Gar nicht. Doch. Nein! Und jetzt sieht ziemlich gequetscht aus alles. Hä? Was sieht gequetscht aus? Ja, das Ganze. Hä, was das Ganze? Ja, hier die Ecke. Die, wo die Sachen drin sind, wie das Holz und das Holz, ja, das Feuer und so, du meinst die Dingens. Oh, hier ist auch. Oh. Ich glaube, ich muss hier noch einen Stock weiter ausheben. Hier ist irgendwie zu viel. Ich kann hier fast nach oben springen auf den Balkon. Okay. Gut. Ich hoffe, das reicht. So, da haben wir ja heute einiges geschafft, ne? Ja. In diesen, keine Ahnung, 7 Stunden. Ja. Ich bin... Was wollte ich machen? Tragschrauber, ne? Den wollte ich machen. Jupp. Wir haben das Auto gebaut. Wir haben das Haus ausgebaut. Wir haben den Blutmond, den ersten, überlebt. Mir fehlt aber noch Klebeband. Klebeband sind hier 15. Ich brauche 25. Alter, hast du einen Verschleiß. Stofffetzen und Kleber. Du hast einen Verschleiß. Da du das ja noch machen willst, was du machen willst, dann mache ich das, was ja, ich machen will. Ja, bin schon fertig. Okay. Ich sortiere jetzt nur noch das Zeug ein. So, Fackeln sind hier auch genug. Ups, yep. Mein Bein juckt. Dann kratze. Versuche ich ja, aber ich komme nicht hin, ich bin so fett. Nee, ich sitze so nah am Tisch. Ich muss erst zurückrutschen. Zu Lück lutschen. Knochen und trübes Wasser. Warme Knochen bei Tierzeugs. Warme, trübes Wasser bei Getränke. Und bei Chemietisch müsste ich Kleber jetzt herstellen können. Wo ist Chemietisch? Chemietisch ist da. Chemietisch. Chemietisch. Irgendwas wollte ich jetzt auch noch, das weiß ich nicht mehr. Warum kann ich es nicht mischen? Keine Ahnung. Ach, du musst... Ach, Brennstoff. Da, ja, ich wollte gerade sagen, du brauchst Brennstoff.
Haben wir noch Holz oder so? Ja, haben wir noch in der Kiste irgendwo. Im Rohstöffchen. Ich müsste auch noch Kisten und Schilder machen, zusätzliche. Fünfunddreißig. Ja. Uff. Ich weiß nicht, läuft ja von alleine alles, oder? Eigentlich ja. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier. Okay. Also, würde ich sagen, ja, tschüss, ne? Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.